Möchtest du erfahren, wie du mit dem Taschenrechner umgehen kannst? Schau dir das an in diesem Lernzyklus von Mathematik macht Freude, Freunde. Ich bin die Katharina. Das, was du schon können solltest, ist Rechnen mit den Grundrechnungsarten. Du solltest addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren können. Du solltest die verschiedenen Rechengesetze kennen. Das Kommutativgesetz, das Assoziativgesetz und das Distributivgesetz. Die kennst du alle unter dem Codewort Klapustri-Regel. Wenn dir das gar nichts sagt, dann schau in dem Videolernzyklus Verbindung der Grundrechenarten nach. Du solltest mit Kommazahlen umgehen können und du solltest mit dem Taschenrechner bereits addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren können. Wenn du das noch nicht kannst, dann schau dir dazu das Video an. In diesem Video zeige ich dir dann, wie du längere Rechnungen mit dem Taschenrechner durchführst und wie du mit den Klammern umgehst. Nimm nun bitte deinen Taschenrechner zur Hand oder starte die Rechner-App oder geh im Internet auf eine Adresse, hinter der du einen Taschenrechner findest. Fertig? Wenn nicht, dann drück kurz auf Pause und wir machen dann erst weiter. Und wie ist das jetzt mit längeren Rechnungen? Schauen wir uns wieder ein paar Beispiele an. Minus 3 plus 4 plus 7 möchte ich berechnen. Ich gebe zunächst minus 3 ein, 3 und das Minus. Und jetzt plus 4, das war ja alles wie bisher. Aber wie geht's jetzt weiter? Du kannst die Rechnung einfach fortschreiben, also wieder das nächste Rechenzeichen und dann wieder eine Zahl und so weiter und so fort. Also plus 7. Und jetzt erst, das ist gleich. Und der Taschenrechner berechnet das und heraus kommt 8. Die nächste Rechnung funktioniert genauso. 15 mal 3 minus 18 ist 15 mal 3 minus 18 und ein ist gleich. 27 ist das Ergebnis. Und noch eine Rechnung habe ich hier. Die ist jetzt besonders interessant. Du wirst gleich sehen, warum. 23 minus 12 dividiert durch 2. Und darüber solltest du jetzt kurz nachdenken. Wie würdest du das selbst ausrechnen? Du musst die Punktrechnung vor der Strichrechnung ausführen. Du erinnerst dich, zuerst musst du 12 durch 2 dividieren, da kommt 6 heraus, und dann das Ergebnis von den 23 abziehen. Kann das der Taschenrechner? Schauen wir mal. 23 minus 12 dividiert durch 2. Der Taschenrechner macht das richtig. Ein guter Taschenrechner rechnet zuerst die Punktrechnungen aus und dann die Strichrechnung. Der nächste Checkpoint. Drück auf Pause, löse die Beispiele und klick dann auf Weiter. Und hier die Ergebnisse. Zusammenfassung: Du kannst eine lange Rechnung in deinen Taschenrechner eingeben. Eine Zahl, ein Rechenzeichen, eine Zahl, ein Rechenzeichen und so weiter bis zur letzten Zahl und dann drückst du auf Ist gleich und das Ergebnis wird dir angezeigt. Ein guter Taschenrechner kann die Punktrechnung vor Strichrechnung regeln. Und wenn in der Rechnung Klammern vorkommen? Wie macht man das mit dem Taschenrechner? Zu langen Rechnungen gehören Klammern einfach dazu. Auch dein Taschenrechner kann Klammern setzen. Die Klammern liegen auf eigenen Tasten. Entweder hast du davon zwei, eine für Klammer auf, eine für Klammer zu, oder sie liegen beide auf einer Taste und teilen sich die. Der Taschenrechner weiß dann schon, ob du die Klammer auf oder zumachen möchtest. Die Klammern gibst du dort ein, wo sie in der Rechnung stehen. Und der Taschenrechner weiß dann, dass er zuerst die Klammern auflösen muss. Schauen wir uns das an. 1,5 für 15 mal, Klammer auf, 3 minus 18, Klammer zu und mit dem ist gleich bekomme ich das Ergebnis. Ich lösche die Rechnung und mach die nächste Rechnung, Klammer auf, 2, 3 minus 1, 2, Klammer zu, dividiert durch 2 ist gleich. Und wenn du dir diese Rechnungen anschaust, dann siehst du, zuerst wurden die Klammern aufgelöst
Zuerst wurden die Klammern aufgelöst und dann erst der Rest gerechnet. Du kannst auch im Video noch einmal einen Schritt zurückgehen und dir ganz langsam anschauen, was der Taschenrechner so Schritt für Schritt sagt. Deiner zeigt das vielleicht ein bisschen anders, aber denken wir da genauso. Hier ist wieder ein Checkpoint für dich. Drück auf Pause, löse die Beispiele und drück dann auf Weiter, um zu vergleichen. Das sind meine Ergebnisse. Und wenn du möchtest, vergleich doch die Rechnungen und ihre Ergebnisse mit denen vom letzten Checkpoint. Fassen wir zusammen. Du kannst auch längere Rechnungen eingeben. Der Ablauf ist grundsätzlich Zahl, Rechenzeichen, Zahl, Rechenzeichen, Zahl, Rechenzeichen, Zahl, Rechenzeichen, Zahl, Rechenzeichen, Zahl. Und dann das ist gleich, das dem Taschenrechner sagt, dass er jetzt rechnen soll. Klammern schreibst du da, wo sie in der Rechnung stehen. Dein Taschenrechner beherrscht die Klammern vor Punkt, vor Strichrechnung, die Klapustri-Regeln. Damit kannst du jetzt mit dem Taschenrechner gut arbeiten. Bist du neugierig auf mehr? Es gibt noch andere Videos zu dem Thema. Wir sehen uns.